Lugano ist nach 3 positiven Covid-19-Tests für eine gute Woche jetzt in Quarantäne gewesen. Die Situation bei euch speziell, ihr habt trotzdem nach der Inkubationszeit dürfen gut trainieren. Kannst du uns kurz erklären, wie sind die letzten 10 Tage, die gute Woche für dich gewesen? Ja, ich denke erstens mal die negative Nachricht natürlich, dass der Spieler positiv getestet worden ist. Aufgrund von dem ist nachher die ganze Mannschaft und der ganze Staff den Covid-19-Test unterzogen worden. Dort glaube ich zum Glück, dass wir ein gutes Schutzkonzept haben und auch in der Garderobe, dass wir in Anführungs- und Schlusszeichen nur 2 weitere Fälle haben in der Garderobe. Und ja, nachher war es eigentlich der Teamarzt und der Kantonsarzt, die dann im Austausch waren, die das weitere Vorgehen bestimmt haben. Das hat dann eigentlich geheißen, für alle 72 Stunden, sprich 3 Tage, komplett Quarantäne daheim. Und nachher so ein bisschen Quarantäne-Light quasi für alle, die negativ getestet worden sind, die dann ab dem Samstag wieder aufs Eis dürfen. Aber es ist natürlich klar auch mit strikten Auflagen verbunden gewesen. Also wir haben einfach dürfen mit dem Privatauto jeden einzelnen die Eishalle und nach dem Training direkt von der Eishalle wieder heim. Privat sind wir wirklich jetzt bis Donnerstag Nacht in Quarantäne, sprich die ganzen 10 Tage, wo wir keine Einkäufe und keine Sachen von außen sonst haben können machen im privaten Umfeld. Wie hat es ausgesehen in der Garderobe, wenn du auch bist im Stadion mit Verhalten in der Garderobe, mit Duschen etc.? Ja, das ist, eigentlich bist du angekommen in der Tiefgarage. Sobald du aus dem Auto ausgestiegen bist, war Maskenpflicht gewesen, sofort. Und es hat einen speziellen Eingang gegeben für uns, wo wir müssen durchlaufen mussten. Also das hat einen Weg gegeben, damit wir das immer hat alles können desinfizieren und überwachen, dass wir eigentlich nicht die Haupteingänge benutzt haben, die auch für Juniorenmannschaft oder für andere Leute zugänglich sind. Also das hat einen strikten Weg gegeben in die Garderobe, wo wir haben müssen nehmen. Nachher ist die Garderobe aufgeteilt worden. Jeder zweite Platz ist geräumt worden in eine andere Garderobe, damit wir die Distanz auch möglichst gut können in der Garderobe einhalten. Der Kraftraum, alle Off-Ice-Sachen, ist die ganze Woche gesperrt gewesen, weil man das nicht hat können kontrollieren. Also sprich, Einlauf ist immer nur für außen frische Luft mit möglichst viel Abstand und individuell gewesen. Und nachher ist mit den Duschen und so sind einfach ja, gewisse Duschen gesperrt gewesen, gewisse WCs sind gesperrt gewesen. Also ist einfach alles limitiert gewesen, dass wir wirklich überall einfach den Abstand einhalten und logisch ja, eigentlich die ganze Zeit, abgesehen vom Eistraining, die Maskenpflicht, die wir aber auch sonst eigentlich durch das ganze Jahr durch schon haben, wo ich gesagt habe, ich glaube, das ist ein grosser Vorteil gewesen, dass wir in Anführungs- und Schlusszeichen nur 2 weitere Fälle hatten. Jetzt können wir auf die Tests zu sprechen kommen. Der Alessio Bertaccia ist jetzt heute wieder positiv nochmal getestet worden, kann noch nicht mit trainieren und mitspielen das Wochenende mit dem Team. Team Traber und Sandro Zurkirchen werden dann am Samstag nochmal getestet. Habt ihr da auch vorher schon regelmäßige Tests für die ganze Mannschaft gehabt? Ist das jetzt durchgeführt worden wegen dem positiven Fall und was ist da jetzt für die Zukunft geplant? Das wissen wir auch noch nicht genau. Ich glaube, das sind alles Sachen, die zwischen dem Teamarzt und dem Kantonsarzt am Laufen sind, wo wir dann einfach Informationen bekommen. Ja, wir haben sicher schon, glaube ich, 4, jetzt das ist, glaube ich, der 5. Abstrich gewesen, den wir genommen haben. Nicht gerade in ganz regelmäßigen Abständen, aber es kommt immer wieder irgendwo an einen Punkt, wo wir wieder gegangen sind. Anfangs-Summertraining, Ende-Summertraining, vor der Meisterschaft und jetzt eben leider schon relativ früh in der Saison, wo wir wieder zwungenermassen haben müssen gehen. Also das ist, ja, ich glaube, ist der 5. Abstrich gewesen, den wir genommen haben als Mannschaft. Und wenn das weiterläuft, ich glaube, dann müssen wir uns dem Teamarzt und dem Kantonsarzt vertrauen, dass sie ihr Konzept so durchziehen, dass das dann für uns aufhebt. Jetzt morgen haben wir den ersten Match wieder gegen Davos, Heimspiel. Wie gut fühlst du dich körperlich, aber auch mental auf den Match vorbereitet? Ich glaube, gut. Eben, wir dürfen seit dem Samstag schon wieder aufs Eis und das ist sicher die ersten 2-3 Tage. Ist das, ja, es ist ein spezielles Gefühl, eine spezielle Stimmung gewesen. Man hat nicht so recht gewusst, ja, kommen allenfalls noch mehr Fälle oder was passiert oder so. Am Dienstag haben wir dann jetzt noch mal frei gehabt und ich glaube, das hat auch allen gut getan, auch wenn wir halt den Freitag nur in der Wohnung verbracht haben. Aber jetzt Mittwoch, Donnerstag ist wirklich der Fokus wieder gegen Führung gerichtet gewesen. Wir haben diverse Sachen angeschaut, die wir morgen umsetzen wollen. Und ich glaube, das primäre Ziel ist immer, dass man auf dem Eis trainieren kann und dass man das Gefühl behaltet. Da
also rundum spezielle Umstände geherrscht haben. Ja, mit dem haben wir jetzt den Tag Zeit gehabt, um uns mit dem abzufinden. Und wir haben uns zurechtgefunden und ich glaube, es freut sich alle, wenn die Quarantäne dann beendet ist und wir morgen ja, hoffentlich frisch. Also wir fühlen uns frisch, wir fühlen uns gut und wir wollen das natürlich bestmöglichst umsetzen, morgen Abend.